Peace, YouTube, und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Channel. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet einen super Start in diese Woche. Und heute will ich mich mit einem Thema beschäftigen, was ich bisher noch nicht besprochen habe. Wir haben ja beim letzten Mal ein Video rausgebracht, wo ich Tipps und Tricks gebe zum Start einer Road to Glory. Also wenn man kein Geld reinsteckt. Aber es gibt auch eine große Anzahl an Spielern, die am Anfang Geld reinstecken werden. Und ich werde immer wieder im Stream gefragt, Stylo, ich habe so und so viel Budget. Wie nutze ich dieses Budget am Anfang am besten, um so viele Coins wie möglich rauszuholen? Und dabei ist es egal, ob ihr 20, 50, 100. Ich habe im Stream eine Umfrage gemacht. Da wurden Summen genannt, alles zwischen 20 und 1000 Euro. Also wirklich. Kurzer Hinweis auch dazu. Ich empfehle niemandem Geld reinzustecken. So, das will ich ganz kurz davor sagen. Aber es ist natürlich euch überlassen. Ich kann ja niemandem vorschreiben, was er mit seinem Geld machen soll. Wenn ihr über 18 seid, volljährig seid und über euer Geld selber bestimmen könnt, dann ist das eure Sache, was ihr mit dem Geld macht. Ich habe da nichts von. Ich werde von EA nicht bezahlt, um hier Promos zu machen. Ich habe auch keinen Promotion-Call in der Hinsicht und will euch trotzdem einfach dieses Video als Ratschlag und als Guide quasi geben, wie ihr am besten mit diesem Budget am Anfang umgeht, damit ihr da nicht verschwenderisch seid, damit ihr die meisten Coins rausmacht, damit ihr in Zukunft dann eventuell nichts mehr reinstecken müsst. Aber auch nochmal der Hinweis an die Leute, die jetzt hier U18 sind und noch nicht volljährig und noch nicht über ihr Geld zu 100% bestimmen dürfen. Wichtig, sprecht es mit euren Eltern ab, Freunde. Ja, das will ich ganz kurz klarstellen. Nicht damit genau das passiert, was immer passiert. Ach, die ganzen Content-Creator und so weiter und so fort, die zwingen ihr einen dazu, ihr Geld auszugeben, weil sie so viele Packs öffnen und so weiter und so fort. Aber nein, das will ich einfach mal komplett beiseite schieben und euch wirklich hier einfach nur ein Tipp-Video geben, wie man am Anfang mit seinem Budget umgehen soll. Und da fangen wir direkt an, denn im Stream kriege ich immer wieder, wie gesagt, die Frage, Stylo, was soll ich machen? Ich habe 50 Euro Budget. Wie sollte ich die am Anfang am besten reinstecken? Soll ich die direkt in die 7,5K-Packs stecken? Soll ich bis zur ersten Promo warten? Was mache ich mit dem Budget am besten? Und da sollte man ganz klar wissen, dass man so, umso früher man Coins generiert, umso besser, weil am Anfang sind die Spiele auch etwas günstiger. Und vor allem, wenn ihr schon überlegt, Geld reinzustecken, dann überlegt auch mal direkt, einen Fünfer in die Hand zu nehmen und diesen EA Access zu machen, wo ihr 10 Stunden schon vorher anfangen könnt. Denn dann habt ihr einen Vorteil. Der EA Access kommt am 1. Oktober. Das offizielle Release ist am 9. Oktober. Also der offizielle Release ist am 9. Oktober. Das sind schon mal 8 Tage, die ihr Vorlauf habt. Und in dieser Zeit, von dem EA Access bis zum offiziellen Release, könnt ihr Spiele auf dem Markt deutlich, deutlich günstiger erwerben oder bekommen als zum vollen Release. Das dementsprechend gilt es halt, so schnell wie möglich Coins zu machen. Und dann die andere Sache ist natürlich, soll ich draften am Anfang oder soll ich alles in Packs ballern? Und das hängt natürlich davon ab, wie eure Fähigkeiten in FIFA sind. Wenn ihr euch persönlich als einen guten FIFA-Spieler einschätzt, dann würde ich euch definitiv empfehlen zu draften. Und was meine ich mit gut? Wenn ihr Online-Drafts, sagen wir mal von 10 Online-Drafts, mindestens 4 Stück gewinnt und alle anderen mindestens ins Halbfinale kommt, dann seid ihr gut genug. Sagen wir im Durchschnitt kommt ihr jedes Mal ins Halbfinale. Das reicht vollkommen aus, um mit Draft mehr Packs rauszuholen als mit FIFA Points. Ganz einfache Rechnung. Machen wir mal 100 Euro. 100 Euro wären 12.000 FIFA Points. Wenn ihr für 12.000 FIFA Points die 7,5K Packs öffnet, können wir ja nachrechnen. Das ist ja gar kein Problem. Dann machen wir einfach 12.000 durch 150 FIFA Points, kommen wir auf 80 Packs. Im Durchschnitt macht ihr so pro Pack 2 bis 2.500. Lass mal mit 2,5K rechnen. Das wären 200.000 Coins, die ihr ungefähr mit 100 Euro Budget nur im Packs rausholt. Und das ist ungefähr der Richtwert, von dem man auch ausgeht, wenn es wirklich sehr, sehr schlecht läuft, wenn ihr keinen Spieler zieht, der irgendwie was wert ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, ihr draftet komplett mit diesen 100 Euro, dann habt ihr insgesamt 40 Draft-Teilnahmen. Und pro Draft kann man ungefähr rechnen, dass man Packs im Wert von 40.000 Coins im Durchschnitt rausholt. Wie gesagt, im Durchschnitt immer Halbfinale erreichen, wenn man gewinnt, man kriegt man einen 100K-Pack, mal kriegt man auch 50K-Packs, aber im Durchschnitt ist man, glaube ich, mit 40K wirklich bei einer sehr, sehr guten Rechnung, also 40K an Wert von Packs. Da müsst ihr mal bedenken, für 300 FIFA-Points. Für 300 FIFA-Points, wenn ihr normal im Shop seid, kriegt ihr Packs im Wert von 15.000 Coins, 2x7,5K-Packs. Und dementsprechend werdet ihr einfach viel, viel mehr daraus holen. Wir können eigentlich das nehmen, was ihr nur aus Packs aus dem Shop bekommt, und da haben wir ja gerade von 200.000 quasi gesprochen, und das mit einem Multiplikator von 2,5 setzen, und da sind wir dann bei 500.000 Coins. Könnt ihr einfach mal sehen,
Da holt ihr 200.000 Coins ungefähr raus und mit Draften ungefähr 500.000 Coins. Und das Draften gibt euch ja gleichzeitig auch noch mehrere Vorteile, denn ihr macht euch mit dem Spiel vertraut, spielt sehr, sehr viel. Zweitens werdet ihr mehrere Formationen testen. Drittens, ihr werdet sehr, sehr viele Spieler testen, weil ihr baut das Draft ja nicht immer gleich. Und das gibt halt, hat da auch nochmal seine Vorteile und macht auch ein bisschen mehr Spaß. Vor allem diese Special Packs, die man kriegt, da ist die Wahrscheinlichkeit auch etwas höher, dass man auch nochmal einen etwas teureren Spieler zieht. Das sind einfach die Vorteile vom Draft. Was machen jetzt aber die Leute, die nicht gut genug sind in FIFA und nicht jedes Mal mindestens das Halbfinale erreichen? Auch da kann man wirklich sagen, ihr könnt draften, aber halt gegen die CPU. Und da könnt ihr dann auf Profi oder so stellen und wenn ihr auf Profi jedes Mal gewinnt, macht ihr dann letztendlich auch viel mehr Coins, als wenn ihr das Ganze nur im Shop macht. Das kann man so auch an der Stelle sagen. Und wenn ihr sagt, boah, ich habe gar keinen Bock, nur zu draften. Ich will direkt Packs öffnen und mir ein Budget erspielen, damit ich damit Squad Battles, Divine Rivals oder sonst was spiele. Dann gebt euer Geld so schnell wie möglich in diese Packs aus. Wartet nicht bis zur ersten Promo, denn wie gesagt, umso schneller ihr an die Coins kommt, umso besser. Denn umso früher ihr Coins habt, mit denen ihr arbeiten könnt, desto schneller könnt ihr euch ein Team zusammenbauen und dann versuchen sogar noch ein paar Coins beiseite zu haben, mit denen ihr ständig arbeiten könnt. Also in Sachen Trading, auch die Leute, die am Anfang Geld reinstecken, denen würde ich empfehlen, definitiv sich mit Trading auseinanderzusetzen. Das sind wichtige Tipps, die ich euch hier nennen will, wie ihr am besten mit eurem Budget umgeht. Klar, wenn jetzt Leute am Anfang am Start sind, die mehrere 100 Euro reinstecken, die können gar nicht alles verdraften, weil dir gar nicht die Zeit für ist. Da ist es halt dann einfach an der Stelle, wo man sagt, okay, ich habe 500 Euro. Von diesen 500 Euro nehme ich 100 Euro fürs Draften und die restlichen 400 Euro baller ich in die Packs. Ganz, ganz wichtig. Also ihr müsst ja auch nicht das ganze Budget in die Packs reinballern, sondern könnt ihr auch aus dem Budget, was ihr habt, auch wenn es viel ist, immer noch mehr rausholen, indem ihr einfach diese Drafts nutzt. Das ist wirklich eine simple Methode, die eigentlich jedem bekannt ist, aber ich denke, dass viele das einfach immer noch nicht bewusst ist, dass man da wirklich so viel mehr rausholen kann. Und jetzt kommen noch ein paar Gedanken, die im Chat auch bei mir durchgingen. Aber Stylo, am Anfang draften ist doch so schwer, da werden doch am Anfang nur Schwitzer sein. Ich sage euch so, Freunde, für mich war das Draften in den letzten Jahren am Anfang viel, viel einfacher als später. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich hatte das Gefühl, am Anfang habe ich viel mehr Noobs gehabt, gegen die ich gespielt habe, als zu einem späteren Zeitpunkt in FIFA. Und ich weiß nicht, das liegt wahrscheinlich daran, dass das Spiel neu rauskommt, noch nicht alle mit dem Spiel vertraut sind. Aber dadurch kommt ihr ja auch immer mehr mit dem Spiel in Verbindung und werdet auch besser. Das ist wirklich auch nochmal ein Prozess, der euch dann zusätzlich dazu, dass ihr mehr Coins rausholt, auch nochmal besser werdet. Also das kurz an der Stelle gesagt. Ich wollte euch einfach auch noch dieses Video bringen für die Leute, die halt Geld reinstecken, damit ich auch den Leuten weiterhelfe und nicht nur den Leuten, die halt wirklich ohne Geld reingehen und eine RTG starten. Klar, der Main-Fokus wird hier auf dem YouTube-Channel wahrscheinlich mit der RTG dann auch auf der RTG sein, aber dieses Video wollte ich trotzdem auch für euch dann bringen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich habe jetzt zum Abschluss des Videos aber noch eine Sache, denn die passt ja auch zum Thema, weil wenn man am Anfang ein bisschen Geld reinsteckt, hat man auch schneller ein gewisses Budget. Und dementsprechend würde ich euch gerne auch noch ein Team vorstellen. Was ich ganz cool finde, wie es gebaut wurde, ist auch nicht allzu teuer. Also wenn man irgendwie 100 Euro reinsteckt oder so, könnte man dieses Team wirklich sehr, sehr schnell haben, wenn man dann auch vernünftig mit den Coins umgeht. Wichtig auch noch, was ich vergessen habe zu sagen, wenn ihr Packs öffnet, versucht jedes Pack so gut es geht zu verkaufen. Also wirklich alles versuchen in dem Pack zu verkaufen, Freunde. Nicht irgendwelche Sachen abstoßen. Also vor allem gar keine Spieler am Anfang abstoßen. Und es wird im FIFA 21 neue Sachen in den Packs geben, wie Torhymnen und so weiter und so fort. Das wird einen riesen Hype um die Sachen geben. Die Leute freuen sich extrem darauf, ihre Sachen in FIFA 21 ins Stadion einzubauen und so weiter und so fort. Da könnt ihr auch direkt gucken, ob ihr diese Sachen verkauft bekommt aus den Packs. Das sollte ich eigentlich eher am Anfang sagen, habe ich jetzt gesagt. Und jetzt kommen wir zu dem Team, was ich euch noch vorstellen will. Es ist dieses Team hier. Ihr seht, es ist ein Hybrid aus drei Ligen. Wir haben einmal die Bundesliga auf der linken Seite. Wir haben die italienische Liga auf der rechten Seite und mit dem Stürmer Martinez. Und in der Zentrale haben wir dann die Premier League. Ein sehr starkes Team, vor allem die Viererkette ist sehr stark mit Alphonso Davies, Gomez. Das sind schon zwei Spieler der teuren Kategorie. Definitiv, wenn man sich die nicht leisten kann, packt man Gomez und Alphonso Davies weg und packt Rüdiger und Schulz zum Beispiel rein. Gar kein Problem. Im Tor haben wir Henderson, Davinson Sanchez, der am Anfang, glaube ich, nicht
allzu krass teuer wird. Also der wird schon etwas günstiger sein, vor allem weil er auch eine Non-Rare-Karte bekommen wird. Und auf der rechten Seite, als rechter Teil, haben wir Corrado. Ihr seht, oben rechts haben wir Hakimi, die dann in-game einfach tauschen. Hakimi auf Rechtsverteidiger, Corrado dann auf den Flügel. Im Mittelfeld Goretzka und Lucelso, die Mittelfeldposition bedecken. Doppel-6, Doppel-8, was auch immer. Und dann die vier Offensivspieler, Martinez im Sturm, Gomez als Zehner, wenn man 4-2-3 spielt, Coman und Corrado über Außen. Cooles Team, finde ich. Könnt mir auch eure Meinung dazu mal einfach in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Fragen habt, natürlich auch damit immer in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, einen Daumen nach oben da lassen, freue ich mich drüber. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, Freunde, die FIFA 21 Demo wird es nicht geben. Ihr habt es getwittert und ich freue mich aber auf den zukünftigen Content hier. Wir warten immer noch auf die Datenbank. In spätestens einer Woche, etwas mehr als eine Woche, geht es dann auch los. Am 1. Oktober, wenn EA Access da ist, wird es direkt mit Livestreams und Videos hier auf YouTube weitergehen. Bis dahin könnt ihr mir auch gerne über Insta oder Twitter schreiben, was für Content wir noch raushauen sollen. Ich bin jetzt raus. Gerne ein Abo dalassen, falls ihr es nicht getan habt. Glocke aktivieren. Peace out und ciao.